Wir haben auch in diesem Jahr wie im letzten Jahr wieder anhand einer Kurzstudie Bilanz gezogen über den Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen. Denn die schwarz-rote Koalition war angetreten mit der Zielstellung, die Ausbaublockade der Vorgängerregierung hier zu beenden in Sachsen und endlich die gesetzlichen Ziele, Ausbauziele der Bundesregierung anzustreben. Wir fanden das gut und wollten diese Erfolge bilanziell nachverfolgen. Ich muss sagen, in diesem Jahr ist die Bilanz noch deutlich verheerender als im letzten Jahr. Während es im letzten Jahr immerhin noch Sonntagsreden gab, dort etwas zu verändern und ansonsten das Umsteuern offenbar zäh vorankam, muss man in diesem Jahr konstatieren, dass Sachsen sogar deutlich weiter zurückgefallen ist im Ausbau erneuerbarer Energien. Es wurden in einem Jahr 2016, in dem bundesweit ein gewaltiger Boom der Windenergie stattfand, in Sachsen mehr Anlagen ab als aufgebaut. Sachsen fällt zurück, auch beim Ausbau der Photovoltaik. Es ist auch nicht gelungen, die Ziele des Koalitionsvertrages in die Landesplanung zu integrieren. Hier gilt nach wie vor das alte Energie- und Klimaprogramm aus dem Jahre 2012. Hier werden die Ziele der Vorgängerregierung jetzt verstetigt in der Regionalplanung noch für weitere Jahre. Und Sachsen droht hier ein ganzes verlorenes Jahrzehnt im Ausbau erneuerbarer Energien.